Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine lieben Damen und Herren und natürlich Kinder jeden Alters, herzlich willkommen zum Movie Talk, präsentiert von Nerdbomb. Und hier ist Ihr Moderator, the one and only, Bombo. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb. Ja, zu, würde ich sagen, was ganz Neuem. Und zwar habe ich mir heute den Jonathan an die Seite geholt. Grüß dich, Jonathan. Hallo, guten Abend. Und wir werden mal über Herr der Ringe quatschen. Und zwar nicht einfach jetzt mal so, weil uns das eingefallen ist, sondern weil das ja ein Stück weit, gerade so im Raum schwirrt, dass Amazon ja eine Serie im Lord of the Rings-Universum macht. Und dementsprechend wollten wir uns da mal ein bisschen zusammentun und drüber quatschen, was wir uns erhoffen, was für News es momentan gibt über diese Serie und was wir denn denken, in welche Richtung das gehen sollte oder eventuell nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, bevor wir über die ganze Serie quatschen, würde mich persönlich erstmal interessieren, Jonathan, dein Eindruck von den Herr-der-Ringe-Filmen 1, 2, 3, über Hobbit reden wir gleich nochmal separat. Für dich alles drei grandiose Filme, magst du irgendeinen von den drei nicht und was ist dein Lieblingsfilm von denen? Also als ich kannte die Bücher nicht, als ich im Kino damals war und ein Kumpel hat mich eingeladen, meinte, ja, kommst du mit Herr der Ringe gucken? Ich so, was ist denn das? Guckt mich an wie ein Pferd. Weiß nicht, was Herr der Ringe ist? Nö. Ja, dann komm mal mit. Dann habe ich es mir angeguckt und schon beim Prolog am Anfang, boah, das war so krass im Kino, ich war so weggebeamt. Ich bin da voll drauf abgefahren. Ich liebe alle drei Filme, würde ich sagen, und ich finde, das ist fantastisch umgesetzt. Ich habe mir dann auch die Extended Editions geholt und die rauf und runter geguckt, das ganze Making-of-Material angeguckt, mehrfach zum Einschlafen angeguckt und angelassen. Dementsprechend finde ich die drei Filme ziemlich cool. Wenn ich jetzt eine Reihenfolge stellen müsste, würde ich sagen, der zweite ist mein Lieblingsfilm, dann kommt der erste und der dritte kommt zum Schluss. Irgendwie die meisten finden den dritten irgendwie am besten, aber da haben mich einfach diverse Sachen gestört. Die halt bei 2 und 1, finde ich, deutlich besser waren. Ja, ich habe tatsächlich die Bücher auch nicht gelesen. Ich erinnere mich aber noch dran, wir hatten mal in der Schule ein Thema, wo es drei Bücher zur Auswahl gab, wo die wir lesen sollten und darüber dann eine Inhaltsangabe schreiben sollten, keine Ahnung, innerhalb von 4 Wochen oder so. Und da war Herr der Ringe mit dabei und da habe ich damals noch gedacht, oh, ich habe keinen Bock drauf, das zu lesen. Und als der Film dann rauskam, war ich absolut komplett weggebasht. Muss aber auch sagen, dass ich schon in so einem kleinen Hype-Modus war, weil ich den Trailer im Kino gesehen hatte und dachte, boah, das ist ja genau mein Ding. So dieses ganze Fantasy-Ding. Ich muss dazu auch sagen, ich bin an sich ein richtiger Fantasy-Fan, schon vor den Herr-der-Ringe-Filmen, sowas wie Ridley Scotts Legend und sowas. Das sind halt so Filme, die sind für mich absolut mega geil. Leider Gottes wurden wir nicht so verwöhnt in diesem Genre über die letzten Jahre, so mit Aragorn und hier Schwerter des Königs von Uwe Boll und so ein Scheißdreck, was da kommt. Irgendwie hat das Genre nicht so, sagen wir mal, das hervorgebracht, was man sich eigentlich gewünscht hat nach Herr der Ringe. Auf jeden Fall war ich nach dem ersten Teil absolut weggebasht. Mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe tatsächlich den Film, nicht nur das Making-of, sondern den Film, also den ersten Teil, regelmäßig zum Einschlafen damals geschaut, als er dann auf DVD draußen war. Würde auch in der Reihenfolge das bei mir so einordnen, dass ich sage, bei mir ist es definitiv der erste, dann der dritte und dann der zweite. Würde da aber gar nichts irgendwie abwerten, sondern das sind einfach nur meine Kinoerfahrungen. Als ich aus dem ersten Teil rausgekommen bin, war ich absolut geschockt, so ein Epos live miterlebt zu haben, Kinogeschichte ein Stück weit. Und der zweite war dann auch sensationell, war natürlich mit Helm's Deep und so der absolute Oberclimax im zweiten Teil. Aber der dritte war für mich dann einfach dieses epische Ende. Der dritte wird tatsächlich, muss man sagen, angesehen als ein guter Film, wird aber auch unter den Herr-der-Ringe-Fans so ein bisschen zwiespältig gesehen. Viele bemängeln, dass der Film ja angeblich 3 oder 4 Enden hat und nicht wirklich zum Punkt kommt. Ich persönlich muss sagen, ich finde den Film ja absolut oberfantastisch und ist das für mich, würde ich vielleicht auch schon sagen, ihr wisst ja, wie, sagen wir mal, die Macht durch meine Blutbahn fließt als Star-Wars-Fan.
weiß ich nicht, ob ich mich traue zu sagen, das ist die beste Trilogie aller Zeiten. Aber sagen wir mal, es steht für mich auf jeden Fall auf einer Stufe mit Star Wars. Ja, vielleicht sagen wir mal minimal drunter, also wirklich minimal drunter. Aber es zählt für mich definitiv zu einer der besten Trilogien aller Zeiten. Ist das bei dir ähnlich? Definitiv, ganz, ganz definitiv, muss man absolut so sagen. Zumal diese Filme einfach wie aus einem Guss sind, weil sie ja tatsächlich in einem Stück gedreht wurden. Von daher finde ich, passt da einfach alles gut zusammen. Und sie haben halt diese drei Bücher, und ich habe sie danach noch gelesen. Die sind nicht ganz einfach irgendwie. Die sind auch stellenweise ein bisschen trocken, ein bisschen langweilig. Und sie haben wirklich das Beste rausgeholt. Das ist, glaube ich, also es ist jetzt nicht total nah am Original, was auch, glaube ich, ganz gut so ist. Aber es ist so nah dran, glaube ich, wie man sein kann, damit es noch eine gute Kinoerfahrung ist. Und noch abrunden wollte ich kurz mal meinen Kommentar von vorher. Zum Beispiel, ich fand den dritten Film deutlich schlechter. Gab einfach ein paar Sachen, die mir den Film so vermiest haben. Und ich würde sagen, ich habe da bei Teil 3 fing das an, dass sie in die Action-Szenen so Hobbit-mäßigen Slapstick eingebaut haben. Ich sag nur, der Riesenelefant und der gute alte Elbe, das ist einfach ein bisschen too much gewesen für mich. Das fand ich dann einfach so krass unrealistisch, dass ich damit einfach nichts mehr anfangen konnte, auch wenn es Fantasy ist. Aber das sind tatsächlich so kleine Details, die mir das dann echt wirklich vermiest haben, wo ich dachte, warum? Aber da muss ich jetzt schon mal nachfragen, Legolas auf dem Riesenelefanten, die mehr oder weniger dann too much war, aber dass der im zweiten Teil auf dem Schild die Treppe runterrutscht und 18 Orks abschießt, fandst du gut? Dann naja, das war noch so eine Sache, wo ich gesagt habe, gut, es ist total übertrieben, aber es ist aushaltbar. Der Elefant war nicht mehr aushaltbar, für mich persönlich. Und ich fand die Armee der Toten, also das kann man jetzt generell Tolkien vielleicht vorwerfen, die Armee der Toten ist ja sowas wie Deus Ex Machina, und das hat mir halt auch nicht so ganz gefallen. Ja, ich muss sagen, für mich ist der dritte Teil so das, was ich mir eigentlich von der Trilogie wünsche, und das ist, dass wir im Prinzip bei dieser Trilogie für mich zumindest den Ablauf von einem normalen Film haben. Das heißt, wir haben den Anfangspart, den Mittelpart und den Endpart, und der letzte soll dann auch mehr oder weniger wirklich Climax von der ganzen Geschichte sein und soll dann mehr oder weniger auch, das zeigen, was hinter dem Gleichzeichen steht, und das war für mich dann definitiv auch so. Da war dann nicht mehr viel, dass man viel vorstellen musste oder Charaktere einführen musste, sondern das hatten die Filme davor eigentlich relativ erfolgreich gemacht. Dementsprechend war das für mich, der dritte Teil war halt, muss man schon sagen, war 90% auf die Fresse, und wir lösen jetzt mal alles auf, was wir vorher ein Stück weit in einem Bogen gespannt haben. Und ich muss sagen, das ist für mich immer noch jedes Mal, was nicht oft vorkommt, ist alle paar Jahre, aber wenn ich meine Home-Cinema-Anlage erneuere, dann schmeiße ich den dritten rein und warte, bis die Bullifanten kommen und robb dann den Bass auf und so. Das ist dann so mein erster Anlagentest, weil nach wie vor ist das mit der DTS-Spur ist einfach sensationell. Ich muss sagen, wie gesagt, wenn ich sage, eine der besten Trilogien aller Zeiten, dann muss ich auch tatsächlich sagen, mir fällt nicht bei diesen Filmen auf. Also selbst diese Sachen mit dem Bullifanten und sowas, das waren alles Sachen, die haben mich nicht wirklich gestört, weil es war halt ein Stück weit so, wie Legolas da gezeigt wurde, halt dieser leichtfüßige Typ, der sogar über Schnee läuft und dann halt die Treppe runterrutscht und dann halt auch auf dem Bullifanten rumturnt. Das war für mich dann ein Stück weit einfach nur aufgrund dessen schlüssig, weil wie gesagt, er läuft über Schnee, rutscht die Treppe runter. Wäre das jetzt, sagen wir mal, ein ganz normaler Typ gewesen, in Anführungsstrichen, die Filme davor, dann wäre das im dritten Teil für mich nicht mehr, wäre das nicht okay gewesen. Aber dadurch, dass er so ähnliche Sachen eigentlich die komplette Trilogie gemacht hat, war das für mich okay. Aber kannst nachvollziehen, wenn es dir dann ein Stück weit too much war. Ja, wie gesagt. Aber hier aber auch jetzt für die Zuschauer, die Zuhörer, jetzt kein falsches Bild zu vermitteln, ne? Die Schlacht auf dem Pelennor-Feld, wo die Rohirrim da aufreiten, unfassbar gut. Selbst Gimli kontert das ja gut mit den Elefanten. Es ist trotzdem, zählt er nur als einer. Das ist der beste Gag. Und klar, geheult habe ich bei dem Film natürlich auch am Ende
mehrfach. Also es ist wirklich 1% für mich unter die zwei Türme. Ja, dazu muss man ja auch sagen, wenn das wirklich kurz darunter ist, ist es ja immer noch grandios. Ne? Also ist ja nicht so, dass es für dich dann ein absoluter Grottenfilm ist, sondern es gab Sachen, die dich daran gestört haben. Das ist ja auch absolut legitim. Ich muss wirklich sagen, bei dem Film, bei den drei Filmen sind meine Augen so zugekleistert, dass es eigentlich wirklich so gut wie gar nichts gibt, was mich auch irgendwie nur ansatzweise stört. Ganz im Gegenteil, ich liebe das, was der Film gemacht hat, und das ist, was Peter Jackson auch gemacht hat mit Weta zusammen, sind diese praktischen Effekte, ganz besonders bei den Orks und so. Das ist einfach, das vermittelt Glaubwürdigkeit, das vermittelt einfach, das ist immersiv für dieses ganze Universum. Du wirst da einfach reingezogen, mehr oder weniger dadurch, dass dich kein CGI oder so rausschmeißt. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, diese Trilogie ist ein Stück weit das, was die Amerikaner Lightning in a Bottle nennen. Das heißt, man hat mehr oder weniger einen Blitz in der Flasche gefangen, was einfach, da sind viele Sachen zusammengekommen, damit das überhaupt so funktioniert hat. Es gibt da eine ganz lustige Geschichte. Ich komme jetzt nicht genau auf diesen Produzenten. Der war der letzte Zeit in den Medien wegen irgendwelchen sexuellen Übergriffen und so. Weinstein, genau. Der hat damals noch zu Peter Jackson gesagt, er soll das alles in einem Film verfilmen, und wenn er das nicht macht, dann wartet Quentin Tarantino um die Ecke, um ja, das zu drehen. Er hat sich dann Gott sei Dank ein Stück weit gewährt, und die Rechte gingen dann zu jemand anders da über, und der hat ihm dann diese drei Filme an einem Stück mehr oder weniger gewährt. Sonst hätten wir das niemals bekommen, so wie es gekommen ist. Ja, da gibt's ja auch noch diese geile Geschichte. Er sagte, dann hat er es auf zwei Filme geteilt und meint dann, gut, hoffen wir dir. Und dann haben sie das vorgestellt, und dann geht das Licht an und der Typ sagt, warum zur Hölle sollte jemand daraus zwei Filme machen? Das sind drei. Oh, ja, da haben wir echt Glück gehabt, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, definitiv. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir da noch was rauspicken, dann ist es auch zu diesem Lightning in a Bottle. Der Cast dieser Film ist einfach unfassbar. Das sind ja alles Schauspieler, die, sagen wir mal, gestandene Schauspieler, bis aber auch Geheimtipps waren, die Peter Jackson da genommen hat. Die, muss man auch ganz ehrlich sagen, vielleicht heute noch ein Stück weit unter Herr der Ringe zu leiden haben, die danach nicht wirklich Folgerollen gefunden haben. Allerdings ist dieser Cast einfach unfassbar. Es ist für mich zum Beispiel unvorstellbar, dass die Rolle von Aragorn Nicolas Cage angeboten wurde, der Gott sei Dank abgesagt hat. Ich kann mir keinen anderen als den Viggo vorstellen in der Rolle. Das ist einfach, das ist Aragorn. Das ist einfach so unfassbar. Und dementsprechend muss man wirklich sagen, da sind viele Sachen zusammengekommen. Stell dir mal Nicolas Cage davor. Ich will nicht sagen, Nicolas Cage hat schon Performance gebracht, die waren schon sehr, sehr gut. Also der Typ ist ein super Schauspieler. Er ist ganz oft in vielen Filmen over the top und was weiß ich, aber er kann was. Aber dann sieht er so aus wie aus Con Air mit langen Haaren. Ja, genau. Wenn ich mir das vorstelle. Oder jetzt habe ich einen Gehirnfurz. Komm, du musst mir helfen, dem die Rolle von Gandalf angeboten wurde, der abgesagt hat, der James Bond war. Komm. John Connery, genau. Er hat die, ihm wurde die Rolle von Aragorn angeboten und er hat sie abgelehnt. Von Gandalf. Von Gandalf, danke. Und er hat sie abgelehnt. Also ist eigentlich auch unvorstellbar, wenn man drüber nachdenkt, wenn er den Gandalf gespielt hätte. Ich meine auch, ne, er ist auch ein super Schauspieler. Mag man nicht sagen, ob das dann eventuell ein Stück weit schlechter gewesen ist, aber das sind alles so Sachen, die so kommen sollten, dass wir einfach diese grandiose Trilogie bekommen haben, wie sie jetzt da steht. Aber es ist schon echt so, wie du sagst, ne? Weil bei manchen Filmen denkst du, der Schauspieler, der wäre vielleicht der andere cooler gewesen, so. Aber hier in der Reihe kann man sich einfach niemanden vorstellen, den man ansatzweise austauschen möchte. Ganz ehrlich, bei Star Wars kann ich es mir besser vorstellen. Bei Star Wars war es so, für mich war es kein Problem, einen anderen Han Solo ein Stück weit zu sehen. Auch wenn es eine ikonische Rolle ist, von Harrison Ford geprägt und so, ist für mich ein Stück weit dann noch so gewesen. Vielleicht auch, weil die Filme so weit weg sind und Herr der Ringe noch nicht so weit weg ist, seitdem ich da im Kino war, ist es für mich so, dass ich sage, okay, da könnte ich mir sogar theoretisch noch jemand anders vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jemand anders da den Aragorn spielt, zum Beispiel. Das ist für mich
Das ist so verschmolzen mit diesem Schauspieler, diese Rolle. Und man muss dazu auch sagen, Viggo Mortensen heißt er, glaube ich, ne? Das genau. ist wahrscheinlich auch seine Rolle des Lebens gewesen. Ist an sich ein grandioser Schauspieler. Schaut euch mal The Road an, zum Beispiel, ein absolut toller Film. Also der Mann kann was. Aber der ist für Ach, mich. The Road. Gott. Kennst du ihn auch mit hier, wo ja, wie sie da in diesen Keller gehen. Genau. ja, ja. Also absoluter Hardcore-Film. Ah. Und er ist ein super Schauspieler, aber der ist für mich mit dieser Rolle so verschmolzen, das Wahnsinn. Und du hast es schon angerissen. Ganz besonders bei diesem Film ist dieser Extended Cut. Heutzutage wird Extended Cut teilweise für 3 Minuten länger benutzt oder so. Oder 2 Szenen mehr oder so. Diese Extended Cuts von diesen Filmen sind andere Filme. Das ist nicht mehr für mich, also das ist für mich die ultimative Version. Das war, ich war so geflasht, als ich die auf DVD dann geschaut habe, weil die Szenen ganz einfach viel ausgestreckter wirken. Du bekommst viel mehr Informationen und ich finde persönlich das total schade, dass das einfach nicht mehr Filme machen. Also ich war so ein kleiner Fan auch davon, obwohl ich auch ein Stück weit vorher, muss man ganz ehrlich sagen, mit der Mistgabel und der Fackel vorangerannt bin, der gehofft hat, dass das, was die Post-Credit-Scenes, also diese Szenen, die nach den End-Credits der Marvel-Filme kommen, dass das bei DC dann der Extended Cut wird, der immer mal so 15 bis 20 Minuten länger ist, wo den Film dann noch ein Stück weit aufwertet. Problem ist nur, Warner Bros. Hat das bei diesen Filmen dafür benutzt, die Filme überhaupt anschaubar zu machen und nicht, um die noch aufzuwerten. Das war halt bei Herr der Ringe nicht der Fall, sondern die waren grandios und wurden mit diesen Special Editions beziehungsweise mit diesen Extended Cuts einfach absolute Weltklasse. Und ja, für mich, wie gesagt, wirklich eine perfekte Trilogie und ja, lieb ich über alles diese Filme und kann so teilweise einfach auch schon mitsprechen und muss sagen, natürlich, wir haben über Schauspieler geredet, wir haben über die Präsentation des Films geredet, ich habe ein Stück weit die praktischen Effekte angerissen, der Soundtrack dieses Films ist legendär. Das ist einfach unfassbar, was die geschaffen haben mit diesem Soundtrack. Das ist aber das, was ich meine, mit diesem Lightning in a Bottle. Du hast hier nicht einfach nur den perfekten Regisseur, der dann 3 Teile draus machen durfte. Nein, du hast auch noch zufälligerweise den perfekten Cast dazu bekommen, weil viele abgesagt haben. Und dann triffst du einfach noch, ja sagen wir mal, die perfekten Töne für die Theme-Songs, sei es von Hobbingen, sei es von Mordor, Gondor, das sind alles Themes, wenn du die hörst, bist du sofort wieder in diesem Film drin und das ist ja zum Beispiel auch was Star Wars geschafft hat, in Verbindung mit der Geschichte, mit den Charakteren, mit dem Visuellen, dieses audiovisuelle Erlebnis ganz einfach zu schaffen, was dann diese Trilogie für mich auch einfach ja, unbeschreiblich macht. Ja, dann kommen wir ganz einfach mal dazu, dass wir natürlich auch über den Hobbit sprechen. Die Trilogie, die mehr oder weniger ja vor Herr der Ringe spielt, ist ja für alle die, die es nicht wissen, ein ganz kurioser Prozess gewesen, denn normalerweise sollte Del Toro die 2 Filme zu dem Hobbit machen, ist dann aber kurz vorher abgesprungen, weil Peter Jackson sich in, ja, ich glaube, rechtlichem Streit auch mit dem Studio befunden hat, ging wohl noch um irgendwelche Kohle, die er zu bekommen hatte von Herr der Ringe, wenn mich nicht alles täuscht, ist dann aber im letzten Moment für die Hobbit-Filme doch noch eingesprungen und was man hier sagen muss, er hat während dem Dreh mehr oder weniger das Drehbuch weitergeschrieben. Also das war mehr oder weniger geschrieben und am nächsten Tag gedreht. Also eine ganz, ganz kuriose Produktionssituation. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum er nicht mehr so viele Sachen in Zusammenarbeit mit Weta, sei es praktische Effekte mit irgendwelchen Orkmasken oder sowas machen konnte, weil da ganz einfach die Zeit dafür gefehlt hat in der Pre-Production, weil er da mehr oder weniger halt vom Start aus Drehbuch schreiben und drehen musste und war zuerst als 2-Teiler geplant, wurde dann aber auch eine Trilogie und mich würde jetzt total interessieren, ich habe schon rausgehört, Jonathan, du scheinst nicht so positiv gestellt zu sein dem Hobbit gegenüber und du kannst uns eventuell auch mal erklären, warum, wenn das so sein sollte. Ja, nee, das stimmt schon, dass ich dem Film nicht so positiv gegenüber eingestellt bin. Also als die Ankündigung kam, dass dieser Film kommt, dachte ich, boah, geil. Ich hätte der Hobbit halt irgendwie zwar schon gelesen gehabt dann, ich habe dann nach dem Herr der Ringe-Film alles zu Herr der Ringe gelesen und verschlungen, was dazugehört. Und war dementsprechend auf jeden Fall geflasht. Und der erste Teil hat mir auch extrem gut gefallen. Das war alles lustig und alles schön.
Die Probleme fingen dann an mit dem zweiten Teil, als ich gemerkt habe, dass sie, dass diese Slapstick-Fights dann doch so überhand genommen haben. Das, und ich hatte es ja schon angedeutet, der Olifant war schon zu viel für mich. Da war das dann einfach, dachte ich nur, das war halt, bin vielleicht mit einem falschen Vordenken rangegangen. Ich hatte halt jetzt tatsächlich so ein Herr der Ringe 2.0 erwartet. Und es war tatsächlich eher doch, ich weiß nicht, Kinderfilm will ich jetzt nicht sagen, aber es war doch eher auf ein, für mich gefühlt, auf ein anderes Publikum irgendwie zugeschnitten als mich. Und natürlich auch, muss man sagen, auch gerade beim dritten Teil, manche Effekte sahen halt dann doch nicht so cool aus. Und wenn man jetzt die Filme auch so nochmal guckt, man sieht schon, dass es ein ziemliches CGI-Geschredder da ist. Ich habe auch schon vor diesem Problem gehört, die du angesprochen hast, dass vieles deswegen halt entstanden ist. Aber trotzdem ist es eine Sache, die ich Peter Jackson so ein bisschen nicht verzeihen kann, ist diese Slapstick-Einlage. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn diese Kämpfe so einfach so auf lustig gemacht sind und überhaupt nicht bedrohlich. Und ich hatte in dem Film hatte ich nur das ein einzige Mal wirklich das Gefühl, da passiert was, und zwar mit dem Drachen, weil der von Benedict Cumberbatch gesprochen wurde, wunderbar. Da hatte ich das einzige Mal so ein Gefühl im Kino, boah, krass, okay, heftig. Nicht, weil als der Drache Bilbo auf Azog losgegangen ist, am Ende des ersten Teils, war schon auch bedrohlich. Ich meine, ne? Als dann ja, also wie gesagt, den ersten Teil, den fand ich ja auch noch ganz gut, so. Mhm. Da war auch das Ende ziemlich gut, fand ich. Und aber halt 2 und 3 und vor allen Dingen auch die Schlacht der 5 Heere, wäre das in dem Herr-der-Ringe-Stil gewesen. Wie geil wäre das gewesen? Und diese Schlacht am Ende, das war so mega enttäuschend für mich. Also auch generell, wie die Zwerge agiert haben, wie die sich alle bewegt haben, das war alles, das wirkte wie in einem Arcade-Computerspiel, so mit Strategie gemischt, so ein bisschen. Ganz, ganz seltsam fand ich das. Der Soundtrack ist natürlich wieder gut gewesen. Howard Shaw hat da wieder einen fantastischen Job gemacht. Aber summa summarum, der Film hat zwar unendlich viel Geld eingespielt, aber mir hat's überhaupt nicht gefallen. Also Teil 1 ja, Teil 2 und 3 wurde dann immer schwerer zu ertragen. Und Teil 3 habe ich dann zwar noch im Kino geguckt, aber habe es dann ehrlich sogar auch ein bisschen bereut dafür, weil ich habe dann halt 3D und hier Pipapo und Logensitze, und habe ich dann ehrlich gesagt ein bisschen bereut. Da habe ich gedacht, okay, hättest du dir auch irgendwie auf Blu-ray angucken können. Muss ich dann ganz ehrlich sagen. Also ja, okay. So mein Fazit zu dem Film. Ist auch wieder total interessant, Leute, weil wir haben uns vorher auch null abgesprochen, wie es denn aussieht mit dem Film. Denn ich bin, was den Slapstick angeht, ein bisschen anderer Meinung. Nicht, dass der vorhanden ist, das ist Tatsache, aber der war im Herr der Ringe meiner Meinung nach genauso. Du hast in Moria einen Samwise, der mit der Pfanne die Leute platthaut, also beziehungsweise die Orks links und rechts vermöbelt und dann sagt, oh, jetzt habe ich aber langsam den Dreh raus. Dann hast du, die beiden, die auf dem Baumbart sitzen und werfen Orks mit Steine ab und jawohl, Volltreffer, und der Baum sagt Volltreffer. Also das war genauso diese Slapstick-Einlagen, die halt passend zu diesen Charakteren waren. Und wenn wir jetzt halt teilweise leider Gottes Hobbits haben oder wieder einen Hobbit haben, dann ist klar, dass der auch wieder diese Slapstick-Einlagen bekommt. Und diese Slapstick-Einlagen waren ja auch nicht nur auf die Hobbits in Herr der Ringe mehr oder weniger gemünzt, sondern auch ein Stück weit auf Gimli. Wie wir ja gesagt haben, der teilweise schon dumme Sprüche hatte oder dann auch aufs Maul gefallen ist, als sie die Orks verfolgt haben und hinterhergerannt sind. Und das ist halt ein Stück weit, ja, diese Dappigkeit, sage ich jetzt mal, dieser Charaktere, die dann in dem Film eigentlich ein Stück weit übernommen wurde. Also ich fand eigentlich den Kontrast dieser kompletten Gruppe in Hobbit eigentlich ganz gut, dass du sagen musst, okay, du hast jetzt Thorin, glaube ich, ist er, ne, ist der König. Er war der Badass-Krieger in der ganzen Gruppe oder so. Dann hattest du noch 1, 2, die waren auch gut mit dabei. Und dann hattest du natürlich auch wieder deine, ja, sagen wir mal, gefühlten, Slapstick-Zwerge, die ein Stück weit mit dabei waren. Nur, wie gesagt, das gehört für mich eigentlich mit... Fässer? Fässer?
Jetzt muss ich dich aber mal ganz ehrlich fragen, das ist ein Kinderbuch, ein Abenteuer-Kinderbuch. Genau, wie, genau. Wie setzt du das anders um? Also diese Szene gibt's nun mal so und ich finde, dann hast du die halt abenteuermäßig umgesetzt. Für mich ist das Problem, das ist nicht ein Stück weit das, was eigentlich gemacht wurde von Peter Jackson, sondern das ist das, womit du ins Kino gegangen bist, womit du die Loge bestellt hast und womit du schon in deinem, mehr oder weniger mit deinem Kopf ins Kino gegangen bist und das ist, das wird ja. Neues Herr der Ringe. Und das wurde es halt nicht und das sollte es aber eigentlich auch gar nicht werden, weil es ist ein Kinderbuch, das ein Stück weit, finde ich sogar, düsterer und ja, ein Stück weit mehr in die Tiefe gedrückt wurde, als es eigentlich ist, was man mit Azog und so versucht hat. Und auch mit Sauron, der ein Stück weit dann damit reingedrückt wurde in dieses ganze Buch. Muss man sogar sagen, dass es ein Stück weit dunkler gestaltet wurde, als es eigentlich der Fall ist bei dem Hobbit-Buch. Und ich muss sagen, ich finde die, das ist für mich auch eine super Trilogie. Die haben mir alle drei super Spaß gemacht. Das Problem, was ich damit habe, ist dieses CGI-Gewitter. Das reißt mich ganz einfach nur raus, weil ich nämlich aus Herr der Ringe was anderes gewohnt bin. Da hat man nämlich wirklich teilweise ja, Komparsen gehabt, die man verkleidet hat, die da rumgelaufen sind und hat dann mit CGI ganz einfach diesen, ja, für Herr der Ringe mehr oder weniger fast schon entwickelten Effekt benutzt, um aus ein paar Leuten, die auf dem Set rumtouren, eine Armee zu machen per CGI. Und in den Close-Ups waren es dann aber tatsächlich immer, ja, Schauspieler oder dann Orks mit Masken oder so. Und hier sah es teilweise dann einfach zu CGI-isch aus. Man muss sagen, es gibt teilweise da Passagen, da sieht, ist das CGI unfassbar geil. Also, wie es bei Herr der Ringe teilweise ja auch der Fall war. Es gibt aber Phasen, gerade so, ich weiß nicht, wenn sie dann in der Mine hier sind und wenn ich mir die Orks da angucke, das sind einfach nicht mehr die Orks, die man aus Herr der Ringe kennt. Das sollten aber eigentlich dieselben sein. Das Design hat sich da einfach komplett verändert und das ist ein Stück weit das, was mich gestört hat. Ich muss sagen, auch hier, was Sound angeht, was Feeling angeht, also auch bei der Hobbit-Trilogie gibt es Szenen, als Thorin am Ende den Bilbo umarmt und ihn vorher anmeckert und so, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht einmischen und dann umarmt er ihn und sagt, ja, ich habe mich noch nie in meinem Leben so getäuscht. Da ist mir die Gänsepelle gekommen. Das war wieder typischer Herr-der-Ringe-Moment für mich. Also es gab viele Momente hier, wo ich sagen muss, die waren grandios. Ich muss auch sagen, die Endschlacht mehr oder weniger der fünf Heere war für mich trotzdem fantastisch und cool. Muss aber sagen, ich muss dir recht geben, wenn das dann ein Stück weit auch nicht mit so viel CGI umgesetzt wurde, sondern halt tatsächlich auch wieder ein bisschen mehr mit Schauspielern, dann hätte mich das ein Stückchen weit mehr aus dem Sessel gerissen. Das, was du gesagt hast mit den Zwergen, da sieht man aber mal wieder, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Für mich war das geil, das erste Mal eine Zwergenarmee zu sehen und dann auch ein Stück weit anders, als ich mir das eigentlich gedacht hatte, denn Zwerge bewegen sich nun mal ein Stück weit anders, haben auch eine andere Art zu kämpfen, was wir durch Gimli auch schon aus der Herr-der-Ringe-Trilogie wissen, war das für mich eigentlich ganz cool zu sehen. Das Einzige, was mich hardcore genervt hat, war der Spacken auf dem Wildschwein, der da rumgeritten ist. Das war einfach, das war too much. Das war zu viel. Das war so dieses, wo ich gesagt habe, oh, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber gerade solche Sachen wie Sranduil heißt er, oder? Glaube ich. Der Vater von Aragorn, Legolas. War für mich grandios, auch wie er hier auf seinem Hirsch dann da eingeritten ist. Und also, ja, ich muss sagen, es war ein Fantasy-Epos. Es sollte kein Herr der Ringe sein. Die Leute sind mit Herr der Ringe-Gedanken reingegangen. Und das ist aber das Problem, was wir eigentlich in sämtlichen Franchises haben. Also, das ist auch das Problem, warum die Prequels so zerramscht wurden von den ganzen Originaltrilogie-Fans, weil sie ganz einfach gedacht haben, sie bekommen genau dasselbe. Und das ist halt nicht möglich oder ist nicht der Fall, denn es sollte was anderes sein. Natürlich können wir jetzt drüber streiten, die Prequels haben trotzdem schon viel beschissene Sachen gemacht, aber da muss man immer, glaube ich, mit der Erwartungshaltung ein Stückchen zurückgehen, kann es aber auch verstehen, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, denn es ist wieder Peter Jackson, es steht wieder unter der Flagge von Herr der Ringe und dann hat man natürlich gewisse Ansprüche, das ist ganz klar. Aber eine Sache muss ich auf jeden Fall mal festhalten und eine riesengroße Lanze brechen. Martin Freeman als Bilbo Beutlin war obergenial. Der war, also
Das ist zum Beispiel, das meine ich gar nicht mit dem Slapstick, ne? Ich finde, der hat ihn perfekt gespielt. Er spielt zwar Martin Freeman wieder, ne? Also er spielt halt so, wie er immer spielt, so wie auch bei Sherlock ein bisschen ist, ne? Ja. Aber ich finde, das passt einfach zu einem jungen Bilbo Beutlin und da haben sie den halt perfekt, sage ich mal, gecastet. Aber es gibt halt auch wieder auch ein paar Schwächen, die sie, finde ich, die eingebaut haben. Zum Beispiel, dass der eine Zwerg sich in die Elben verliebt. Ah, die Story fand ich jetzt, hat mir nicht so ganz gefallen. Irgendwie, das war so. Du alter Romantiker, so, gerade dir müsste es doch gefallen. Ja, aber das war wirklich zu sehr in Face. Und das war ja auch teilweise, waren es die gleichen Effekte wie bei, wie heißt sie nochmal? Liv Taylor. Arwen, genau. Und wer mir auch nicht so gefallen hat, war tatsächlich in dem Film Legolas. Ich fand, der sah furchtbar aus. Ehrlich? Der sah richtig weird aus. Ich glaube einfach, weil der Schauspieler an sich dicker und älter geworden ist. Kannst du? Ich finde, der hat Einhornblut getrunken. Ich fand, der sah fast noch so aus wie damals. Der hat nur neue... Die haben so CGI bei seinem Gesicht gezogen oder so, ne? Kann das sein, dass sie das digital nachbearbeitet haben? Ah, nee. Er sah richtig seltsam aus, finde ich. Also, was bei ihm... Vielleicht muss ich mir den Film nochmal angucken, aber ich finde, er sah richtig seltsam aus. Also, ich habe da ja auch die Making-ofs von gesehen, von den ganzen Hobbit-Filmen. Und da hast du ihn auch gesehen, also da wurde kein CGI drüber gelegt. Das Einzige, was sie gemacht haben, das haben sie mit Kontaktlinsen gemacht. Er hat strahlend fast schon weiße Augen, also so ganz hellblaue, was ganz, ganz komisch aussieht, weil er das vorher so nett hatte. Aber da muss ich sagen, da war ich eigentlich regelrecht baff, dass er das immer noch so spielen konnte, beziehungsweise, dass er immer noch so aussah wie damals in dem Film. Also da musst du es nochmal angucken. Vielleicht hatte ich auch einen Knick in der Optik, aber nochmal, jedes Mal... Ich habe es auch in 3D mehrmals gesehen, ne? Das kann auch nochmal eine Rolle gespielt haben. Für mich auch einer der Filme gewesen, wo ich gesagt habe, es war so sinnloses 3D, ganz ehrlich. Also es hat mir, da wurden mal so ein paar Effekte eingebaut, wo dann auf einmal eine Hummel auf den Bildschirm zufliegt oder so. Das war es dann aber auch. Aber das war, weiß ich auch, mit Smaug hatte ich mir da ein Stück weit mehr erhofft mit 3D. 3D ist einfach nur noch ein Gimmick geworden. Also Smaug mit diesem Gold, als ich im 3D-Kino war, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber es sah so es sah so endbeschissen aus. Ja, ich fand es. Es war unvorstellbar schlecht, sah das aus. Und ich habe es dann später nochmal die Stelle in 2D extra geguckt. Da sah es nicht so schlimm aus. Man muss natürlich auch dazu sagen, du hast sie aber schon mal wieder geschaut, seitdem du im Kino warst, oder? Ja. Ja, im Kino war halt auch das nicht nur mit 3D, sondern das war hier diese High-Frame. Aufführung, wo 60 Bilder pro Sekunde, glaube ich. Ob 60 Bilder pro Sekunde? Ich weiß es gar nicht genau. Also manche Kinos haben das ja dann angeboten, wo das mehr oder weniger wie bei den Telenovelas dann mit Kameras aufgenommen wurde, die halt mehr Bilder pro Sekunde liefern. Und da hatten manche Bilder ein ganz komisches, unwirkliches Gefühl ausgelöst. Und ich habe es dann nochmal hier zu Hause geschaut und da fand ich es nicht mehr so schlimm. Also ich glaube, das sind 48 FPS, glaube ich. 48 kann sein, ja. Und das ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, das hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Man muss aber sagen, wenn ich mir den Film jetzt angucke, Effekte technisch und Setbuilding, was sie da gemacht haben, das ist ja, also Wasserstadt und so, was sie da gebaut haben, das ist ja unfassbar. Also das ist wirklich absolut grandios. Der gute Benedikt, der hier das Smaug gesprochen hat, das war natürlich auch richtig gut. Muss ganz ehrlich sagen, das war schon das, was ich mir erhofft hatte, als ich dann im mehr oder weniger ersten Teil dann raus aus dem Kino bin und dachte, Mann, jetzt hast du nur ganz, ganz kurz den Smaug gesehen, beziehungsweise wie er hier kurz ein bisschen Gold weggepustet hat. Ich würde ihn so gerne in voller Action sehen und wurde dann auch nicht enttäuscht, meiner Meinung nach. Mich würde mal dein Ranking interessieren. Bei mir ist es nämlich tatsächlich 1, 2 und 3 bei den Hobbit-Filmen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, schließe ich mich an. 1, 2 und 3. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, für mich eigentlich eine Trilogie, die ein bisschen zu viel Hate bekommt, denn das ist eine Trilogie, wo ich sagen würde, die ist nicht mehr das, was Herr der Ringe war, sollte es aber auch nicht sein, hat aber keinen, ja, sagen wir mal, Star Wars Episode 1, 2 und 3 Hate verdient, was sie teilweise bekommen, denn es ist immer noch ein tolles Fantasy-Epos, was Spaß macht und man muss halt, man darf nicht diese Epicness aller Herr der Ringe erwarten und ich denke, dann hat man da auch tatsächlich immer noch Spaß dran. Ich muss das auch nochmal relativieren hier, ne? Also ich fand die Filme nicht so, dass ich sie mir ständig angucken würde, so wie Herr der Ringe, ne? In Relation zu Herr der Ringe fand ich sie wirklich nicht cool. Aber
es gibt einfach viele Aspekte, die trotzdem in jedem der Filme vorkamen, zum Beispiel mit Gollum. Dass man das mal gesehen hat mit dem Rätsel und alles, das fand ich ziemlich cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann hat mir noch gefallen, sogar dieser Ausflug, sage ich mal, von, dass sie das eingebaut haben mit Gandalf, wie er dann zu diesem düsteren Ort reist und die Nekromanten da auftauchen, hat mir auch gefallen. Das sind alles Sachen, die mir gut gefallen haben. Wie geil wurde diese Szene denn übrigens im Extended Cut noch erweitert, als dann Elrond und sowas kam, ey. Ja. Super geil. Ja. Klar, also es hat viele Dinge gehabt, wo ich sagen würde, ja, mega cool. Aber ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, wenn man vergleicht das Budget, was Herr der Ringe hatte und das Budget, was der Hobbit hatte, und das wird dieses Problem sein, was du meintest, die hatten schlicht und ergreifend nicht genug Zeit. Und ich meinte auch irgendwie gelesen zu haben, dass Peter Jackson vorher, ich weiß nicht, ob er einen Herzinfarkt hatte oder irgendwas, auf jeden Fall hat er auch richtig viel abgenommen, weil er einfach wirklich fertig war nach Herr der Ringe und allem drum und dran und den ganzen Stress mit den Klagen, dass er auch wirklich gesagt hat, hat er nie so öffentlich gesagt, aber man hat irgendwie schon ein bisschen das Gefühl gehabt, er macht es jetzt, weil er das machen muss. Aber ich glaube, wenn er was hätte anderes machen können, hätte er das auch getan. Ja. Glaube ich. Also ich glaube, in dem Fall kann man eventuell nicht von muss sprechen, sondern er hat das gemacht, bevor es jemand anders macht. Also das war wahrscheinlich sowas, ne? Er hat Herr der Ringe gemacht und hat sich gedacht, wenn das jemand macht, dann wahrscheinlich ich. Problem ist tatsächlich so, das könnt ihr nochmal in YouTube-Videos nachschauen oder nachlesen. Es ist heute tatsächlich bekannt, dass er das Drehbuch mehr oder weniger so mit weitergeschrieben hat, während er gedreht hat. Und für solche Sachen, wie zum Beispiel halt diese praktischen Veta-Effekte und sowas, da war nicht mehr so die Zeit wie bei Herr der Ringe, wo du halt eine monatelange Pre-Production hattest. Das hatte er hier jetzt nicht, denn viele Designs und sowas, die waren von Del Toro auch schon mehr oder weniger ausgesucht. Da ist man ein Stück weit dann mitgegangen. Was man ändern musste, musste man dann per CGI ein Stück weit selbst nochmal neu animieren. Und das ist schon, dafür finde ich, ist es absolut gut geworden, was er gemacht hat. Man muss sich natürlich nur mal vorstellen, hätte der Mann Zeit gehabt, was wahrscheinlich möglich gewesen wäre, aus dieser Trilogie zu machen. Mich würde aber auch ganz ehrlich interessieren, was aus dieser Trilogie geworden wäre, wenn Del Toro das gemacht hat. Denn ich bin ein riesengroßer Del Toro-Fan. Nicht nur seit, wie heißt es nicht, Lady in the Water? Wie heißt das letzte, was er gemacht hat? Ach, mit dem Fischmädel. Ja. Shape of Water, dankeschön, genau. Also Shape of Water war auch absolut super und ja, auch die Hellboy-Filme bin ich ein Riesenfan, Pan's Labyrinth und sowas, ist für mich ein absoluter Fantasy-Gott und dementsprechend hätte es mich total interessiert, was denn sein Take mehr oder weniger gewesen wäre bei dieser Trilogie. Ja, dann sind wir soweit eigentlich mit den beiden Trilogien fertig, die jetzt veröffentlicht wurden. Total interessant bleibt aber auch, dass die Rechte ja weiterhin in der Tolkien-Familie bleiben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es der Urenkel, der momentan ein Stück weit die Bücher noch fertig schreibt? Oder Jonathan, hast du da... Ist der Christopher Tolkien? Ja, ich heißt der, ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall noch jemand aus der Tolkien-Familie, der teilweise auch ja nicht komplett fertig geschriebene Geschichten und sowas jetzt versucht, noch ein Stück weit fertig zu schreiben, bei dem auch noch die Rechte lagen. Und dementsprechend hat sich das auch die letzte Zeit relativ, ja, sagen wir mal, kompliziert bis unmöglich gestaltet, solche Filme wie das Silmarillion oder solche Geschichten, da draußen nochmal Geschichten zu ziehen und die eventuell zu verfilmen. Jetzt ist es aber tatsächlich so weit gekommen, dass sich da geeinigt wurde und ja, Amazon die Rechte gekauft hat. Und ich glaube, es ist sogar sein Sohn, Christopher Tolkien, der das tatsächlich... Ist sein Sohn sogar noch? Oh, okay. Der ist auch schon richtig alt. Ja, wollte gerade sagen, der muss dann aber auch schon eine Ecke alt sein. Jetzt ist es dann tatsächlich so, dass Amazon sich diese Serie zugelegt hat und da sage und schreibe 1 Milliarde Dollar reinpumpen will. Also, ne, nicht für jetzt eine Staffel, sondern von dem ersten Teil bis zum letzten Teil dieser Serie. Ist wohl, so spricht man, auf 5 Staffeln ausgelegt. Unterbrich mich ruhig, Jonathan, wenn du da was anderes gelesen hast. Das ist jetzt so, dass, wie ich mich informiert habe. Würde dann in etwa heißen, dass man um die 200 Millionen pro Staffel ausgibt, was jetzt schon Herr der Ringe sprengen, nicht Herr der Ringe, was jetzt schon Game of Thrones sprengen würde, zumindest die ersten Staffeln an Kosten. Also, wie der gute John Hammond gesagt hat bei Jurassic Park, man hat da keine Mühen und Kosten gescheut. Was jetzt
auf der einen Seite was Positives sein kann, weil man sagt, okay, da ist Kohle vorhanden, die meinen es ernst, die wollen was Anständiges bringen, was aber auch ein Stück weit Angst machen könnte, dass sich dann zu sehr aufs Geld verlassen wird. Mich würde jetzt erstmal interessieren, ohne großartig drüber zu sprechen, was gemunkelt wird, was es werden soll, wie, was, wo. Bist du an sich, sagen wir mal, erfreut darüber, dass eine Serie kommen wird zum Herr-der-Ringe-Universum oder hättest du doch lieber nochmal Kinofilme gesehen? Ja, also ich verstehe schon, warum sie eine Serie haben wollte. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh, okay, eine Serie? Interessant, okay, scheinbar wollen sie sich mit Game of Thrones messen, das ist ja mega beliebt. Und dann habe ich gehört, dass Amazon das macht und dann dachte ich, oh, das ist dann aber das erste riesengroße Serienprojekt, was sie machen. Wow, okay, sie wollen natürlich auch ein bisschen Netflix-Konkurrenz machen, verstehe ich natürlich auch. Aber war ich erfreut oder habe ich auf einen Kinofilm gehofft? Ich weiß nicht, ich finde so von der Serie hat man letzten Endes doch mehr, weil man die Charaktere doch auf eine deutlich längere Zeit entwickeln kann und man auch Plot-Twists auf eine gewisse Art und Weise aufbauen kann, wie es halt im Kinofilm in der Form nicht möglich ist. Und da ich einfach generell ein sehr großer Seriengucker bin, war ich der Idee von der Serie auch durchaus nicht abgeneigt. Wobei, also mein erster Gedanke war natürlich, okay, da will aber jemand ein bisschen Game of Thrones ans Bein pinkeln, beziehungsweise versuchen da ein Stück weit die Früchte abzugreifen, die Game of Thrones jetzt auch ein Stück weit in der Popkultur ja angehäuft hat. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon froh war über die Summen, die im Raum standen, denn im Gegensatz zu Game of Thrones ist meiner Meinung nach Herr der Ringe doch noch ein Stückchen fantastischer. Also ich meine, ganz einfach in der Ausführung von den Sets eventuell, wenn man halt die Filme gewohnt ist, sind das alles Sachen, die doch schon kostenintensiver sind als Game of Thrones. Ich klammer jetzt mal bei Game of Thrones die letzten zwei Staffeln aus, wo man ja da bewusst jetzt auch, ne, ins Finale reinkommt und da sind natürlich ordentlich auf die Kacke gehauen haben, hat sich aber dann doch schon, finde ich, die ersten Staffeln haben sich dann doch schon ein Stück weit realistischer gestaltet, auch von den Orten her. Ich meine, Drehorte waren unter anderem ja auch in Kroatien Split, da hat man gar nicht viel nachgebaut für King's Landing und solche Geschichten, sondern eigentlich nur, wenn es dann irgendwelche Aufnahmen von oben oder aus der Ferne waren. Ansonsten war das die Stadt an sich. Hier ist es tatsächlich mit solchen Sachen wie halt Hobbingen oder, ne, die Mine von Moria und solche Geschichten. Selbst wenn es dann irgendwie an das Elbenreich geht und so, das ist architektonisch und so alles ein Stück weit aufwendiger und auch Creature-Design-mäßig. Also du hast da durchaus mehr Zwerge, Orks und solche Geschichten. Du wirst ja in Game of Thrones auch ja nicht so zugeballert mit irgendwelchen exotischen anderen Völkern, außer es sind jetzt die White Walker. Bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen, beziehungsweise in welche Richtung sie da gehen. Ich hoffe, sie hauen nicht zu sehr auf die CGI-Glocke und bleiben mehr auf praktische Effekte, denn ich denke, da können sie um einiges mehr machen. Bin aber auch gespannt, wenn man, ich meine, diese Summe ist erstmal absolut utopisch, wenn man die hört, aber auf welche Scale sie mit dieser Serie gehen werden. Also wird das ein Epos, also wirklich mit Riesenschlachten, wird das eine etwas intimere Story? Also in welche Richtung wird es da gehen? Und ja, dann sind wir dann eigentlich auch schon bei dem, was man jetzt so gehört hat über diese Serie. Und zwar heute kam erstmal raus, habe ich gerade vorhin gelesen, dass, ich glaube, eine Produzentin, wenn mich nicht alles täuscht, gesagt hat, dass es sich hier tatsächlich nicht um ein Remake der Kinofilme handelt, was ja auch absolut hier verbrannt wäre, wenn sie das gemacht hätten. Also, das war mein erster Gedanke übrigens, habe ich ganz vergessen. Echt? Als ich das gelesen habe, dachte ich, die wollen doch jetzt nicht ernsthaft ein Remake dieser Filme machen. In Serienform. Das ist gar nicht möglich. So ein Epos. Das habe ich von Anfang an ausgeschlossen. Das war mein Schrecken. Also, das war für mich so ein Ding, das können sie eigentlich nicht machen. Dann hat man halt gelesen, nee, ist eigentlich nicht der Plan. Wie man jetzt hört, soll das wohl alles ein Stück weit vor Herr der Ringe spielen, aber auch noch vor dem Hobbit. Es wurde eine ganze Zeit lang gemunkelt, dass es eventuell hier um Aragorn geht in seinen jüngeren Jahren. Halte ich aber auch für relativ schwierig, denn er ist 87 Jahre alt. Er ist 87 Jahre alt in Herr der Ringe, ist zwar einer von den Dunedain, die ja ein bisschen älter werden, aber ich meine, du kannst nicht viel, viel jünger gehen, wenn er 87 Jahre in Herr der Ringe ist. Also, aber ich glaube, sie haben es jetzt bestätigt. Ich habe jetzt heute gelesen, The One Ring,
Amazon eröffnet mit Aragorn. Also, wenn sie das so machen, was gemunkelt wird, dass sie jede Staffel eine andere Person verfolgen im Mittelerde-Universum, wäre das was total Spannendes, was ich cool fände. Würde aber jetzt hier spontan, kannst gleich gerne noch sagen, was du denn davon halten würdest von einer Aragorn-Serie, aber zu dem zurückkommen, was ich vorher gesagt habe. Und ihr kennt mich aus den anderen Podcasts. Ich bin eigentlich niemand, der sowas sagt. Ich sag immer, wartet ab und solange die Rolle cool rübergebracht wird, ich kann mir niemand anders als Aragorn vorstellen. Ehrlich, Han Solo kein Problem. Selbst Luke Skywalker, ehrlich, kein Problem. Nochmal einen jungen Luke Skywalker irgendwie auf der Kinoleinwand zu sehen, kein Problem. Vielleicht liegt's daran, weil das so lang her ist, weil die Filme schon so alt sind, dass ich damit kein Problem habe. Ein Aragorn, wer soll den spielen? Ich kann mir da kein anderes Gesicht vorstellen in dieser Rolle, ganz ehrlich. Ich habe damit ein krasses Problem und ganz, ich habe hier auch wieder ein Problem und das ist, der Mythos von Aragorn, den muss ich jetzt wieder komplett aufs Brot geschmiert bekommen, beziehungsweise was er alles gemacht hat, wie er im Elbenreich aufgewachsen ist, wie er sich in Arwen verliebt hat. Das sind alles so Sachen, die möchte ich gar nicht wissen, weil das spielt in Herr der Ringe so ein Stück weit mit rein. Das sind Erzählungen, du machst dir deine Gedanken, okay, er ist da aufgewachsen. Müssen wir das alles aufs Brot geschmiert bekommen? Und da gehe ich mal ein Stück weit wieder zu Star Wars. Star Wars hat eine riesen Galaxis. Warum müssen wir immer uns in eine Ecke befinden und alles breitreten? Dasselbe hier, Mittelerde ist riesengroß. Es gibt zig Völker, es gibt tausende von Jahren an Geschichten, die nur angerissen wurden von Tolkien, die man hier ein Stück weit noch erzählen könnte. Man könnte zum Beispiel den Aufstieg von Sauron erklären, der ja auch vorher noch mal einen Meister hatte und gerade da so ein Stück weit auch wie die Dúnedain nach Mittelerde gekommen sind. Und für alle die sich für Lore interessieren aus Herr der Ringe, das ist so ein ja sagen wir mal tiefgründiger und weit gefächerter Lore, wo man so viel rausholen könnte. Warum nimmt man dann da Aragorn und presst ihn wieder in eine Zeitlinie kurz vor den Film? Das ist was, es stört mich. Also am Ende wird's super geil und ich bin mega happy und dann tut mir auch alles leid, was ich jetzt gesagt habe. Aber jetzt im Vorfeld bin ich ausnahmsweise mal, was ich sonst nie bin, so ein Idiot, der die Arme verschränkt und sagt, nein, das will ich nicht. Weil das will ich tatsächlich hier nicht. Ich meine, es wird kommen, ich habe da kein Mitspracherecht, aber ich bin da schon ein bisschen negativ eingestellt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie sieht das aus bei dir, Jonathan? Ja, ich musste gleich am Anfang daran denken, als du gesagt hast, Aragorn, kannst dir keinen anderen vorstellen. Und ich hatte das vorher schon gelesen und dachte so, oh mein Gott, er hat es, glaube ich, noch nicht gelesen. Es ist natürlich jetzt The One Ring, das ist so, wo so eine Seite wie halt diese Star-Wars-Seite, die du immer nennst, die immer oft richtig liegen. Mhm. Es könnte durchaus sein, dass das jetzt Aragorn ist. Ja, es ist tatsächlich schwierig, da man Aragorn, da in den Filmen jetzt auch nicht der Älteste war, sondern er war, ich weiß nicht genau, wie alt er jetzt 87. in echt war. Arwen fragt genau, ihn, als sie ihn genau, er ist 87, gibt. Genau. Ja. Aber ich meine, der Schauspieler jetzt war, der war, glaube ich, vielleicht 35 Ende 40. Oder so. Echt? Ende 40 sogar schon. Okay, ja. Weiß gar nicht, aber müsste ich selber nochmal nachgucken. Er ist jetzt 59, man könnte jetzt zurückrechnen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter. Ja, dann. Ende 40 so in dem Dreh war er. Ja, 87 ist die Frage, wie jung sie ihn dann machen, ne? Wenn er 20 ist, dann könnte man schon hinkriegen. Ich glaube, ich würde es verkraften. Es kommt halt darauf an, ob er, das ist ja wieder diese Sache mit dem Acting, ne? Mit Han Solo. Er soll ihn ja nicht komplett imitieren, sondern sein eigenes Ding draus machen, aber ob man ihm das abnimmt, dass er Aragorn ist. Aber weißt du, was ein Problem halt ist mit den Jahren, Jonathan? Dass ich habe die Zeitspannen leider Gottes nicht im Kopf, aber Hobbit spielt auch ein ganz schönes Stückchen vor Herr der Ringe. Dann hast du die Schlacht um den Ring, mehr oder weniger, als alle Völker sich verbinden, was der Prolog von Herr der Ringe ist, was auch noch mal ein paar Jahre davor ist. Das heißt, um die Geschichte von Aragorn ja irgendwo anzusiedeln, dann müsste das ja auch eine Zeitspanne sein, wo es was zu erzählen gibt, die spannend ist. Und da gibt es meiner Meinung nach jetzt, aber wenn wir die jetzt schon abgehandelt haben, gibt es da nicht mehr viele. Also, Aragorn wurde von seiner Mutter bei den Elben abgegeben, er ist da aufgewachsen und ist dann als Waldläufer mehr oder weniger durch die Gegend gestriffen. Es ist aber jetzt nichts, wo
wo du sagst, da ist genau dieses Event und das ist spannend, da können wir das mit Aragorn erzählen. Denn das ist das, was ich meine. Was wollen sie uns da großartig erzählen? Außer das, was ich gesagt habe, sie wollen uns wieder seinen kompletten Charakter aus Brot schmieren. Wie wurde er abgegeben bei den Elben? Wie er da aufgewachsen ist? Wie er sich in Arwen verliebt hat? Wie er dann aber abgehauen ist? Das sind alles so Sachen. Ich weiß nicht, willst du das sehen? Ich hab da einfach kein Interesse dran. Das sind so Sachen, die brauche ich irgendwie nicht so ins Gesicht gedrückt bekommen. Weil also das Ding ist zum Beispiel, bei jetzt Star Wars war es interessant. Ich meine, der Darth Vader ist eine komplette Maschine gewesen und vorher ein Mensch. Und man fragt sich, was ist passiert, dass der so geworden ist? Aber Aragorn, als wir ihn kennenlernen, ist er halt ein Waldläufer. Wir wissen, er wurde ausgesetzt und da ist nichts Spannendes dran zu erzählen. Deswegen, ich denke mal, also ich vermute mal, da er auch relativ kampferfahren ist und hoffe, das wäre jetzt meine einzige Hoffnung, dass wir irgendwas Cooles mit irgendwelchen Ork-Banden erleben, die irgendwie da in den Landen, wo er da ist, marodieren oder sowas, weil auch Sauron langsam wieder aufersteht und das wird ja in der Hobbit schon angedeutet, dass die schwarzen Mächte wieder langsam auftauchen. Also das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich vielleicht ganz cool finden würde. Ja, das wäre so eine Sache, die ich cool finden würde. Ansonsten bleibt da wirklich tatsächlich nicht so viel. Ich finde es einfach total schade, dass diese Geschichte von diesen Dúnedain, also diesen Menschen, die dann aus fernen Landen gekommen sind, die ja auch fast ausgerottet wurden, also diese Art, der Aragorn entspricht, das sind alles so Geschichten, die wären doch total spannend gewesen. Da war Mittelerde, war ein ganz anderer Ort. Das haben ganz andere Gesetze gegolten. Es gab Völker, die haben Kriege miteinander geführt. Du hast Sauron gehabt, der überhaupt nicht der war, der jetzt ist. Das sind so viele, es gibt so viel Mythologie um diese ganzen Zauberer und Balrogs, die ja eigentlich fast eine Art sind und sowas. Du kannst da so viel erklären. Es gibt so viel spannende Sachen, wenn man sich da reinfinden würde. Und jetzt brichst du das runter auf einen Aragorn, der bei der Elben abgegeben wurde. Und den verfolgst du dann. Natürlich kann das cool sein, wie du gesagt hast, mit irgendwelchen Ork-Banden oder sonst irgendwas. Aber es wurden so viele Geschichten angerissen, wo man sagt, ey, pass auf, hier ist Randuil, zum Beispiel in der Hobbit-Trilogie sagt, er hat schon gegen die Schlangen von so und so gekämpft, darum ist sein Gesicht ja so verbrannt. Das sind solche Sachen, das will ich sehen. Diese Zeiten möchte ich sehen, wo diese Sachen passiert sind. Man könnte jetzt natürlich auch noch so weit gehen und könnte sagen, okay, bei der Szene, als wer hat ihm nochmal die Suppe gegeben? Ach, jetzt habe ich wieder Gehirnfrost. Aus Gondor. Das Mädel, ne? Ach, Gott, Eowyn. Eowyn, genau, dankeschön. Als Eowyn mit ihm spricht und gibt ihm die Suppe, die ja super toll geschmeckt hat, und sie dann auch auf sein Alter und sowas zu sprechen kommen, da ist es ja dann auch so, dass zumindest, ich glaube, das ist auch nur im Extended Cut, sie ihn ja darauf anspricht, dass er schon mit ihrem Vater in den Krieg gezogen ist. Und dass es ja eigentlich gar nicht sein könnte, weil er da viel zu alt wäre. Also, wenn du das rausnimmst, dann könntest du da natürlich auch was konstruieren und könntest irgendwelche Schlachten, die es gibt, dir da ein Stück weit ausdenken. Aber, wie gesagt, ich bin jetzt in dieser Materie nicht ansatzweise so viel drin, wie bei Star Wars, bin aber durchaus auch so wie du, dass mich diese ganze Lore von Herr der Ringe so begeistert hat, dass ich mich da brutal reingefuchst habe und dann auch wirklich über Samarillion, das auch echt schwer verdauliche Kost ist und sowas, wirklich mir Storylines rausgezogen habe, Hintergrundinformationen, was ist denn wirklich ein Balrog und was ist mit den ganzen Zauberern, wo kommen die eigentlich her? Und das ist ein ganz abgefahrener, supergeil durchdachter, tiefer Lore, wo man so viel rausziehen kann. Und ich würde mir dann ganz einfach wünschen, dass sie da drauf ein Stückchen weiter zu sprechen kommen, denn ich sag mal, wir machen auch noch mal was zu Game of Thrones, so viel verrate ich euch dazu. Da kommt jetzt auch eine Prequel-Serie dazu. Da ist es so, dass man in der Serie von Game of Thrones immer wieder solche, ja, sagen wir mal, kleinen Anspielungen auf die Vergangenheit bekommen hat, die ja auch in Game of Thrones schon sehr beträchtlich ist und wo viel passiert ist und wo es auch echt viel Lore gibt. Und jetzt machen sie eine Prequel-Serie genau über diesen Lore. Warum kann man das nicht hier auch machen? Wir haben 6 Filme bekommen.
gekommen, wo viel aus diesen Zeiten angesprochen wurde. Warum kann man jetzt nicht, ganz einfach da jetzt mal ein Stückchen weit daraus was erzählen? Ich finde es total spannend, wenn sie es wirklich so machen würden, dass sie jede Staffel eine andere Geschichte aus Mittelerde erzählen, also jetzt Aragorn vielleicht ein Stück weit verfolgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte wetten, dass wir mit dem, ich habe heute ein absolutes Schauspielergedächtnis, wie heißt der, Orlando Bloom, sicherlich auch den Legolas wiedersehen werden, was dich bestimmt mega freuen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den eventuell dann nochmal reindrücken werden. Also es gibt bis jetzt auch noch... Er ist ja noch jung, ja. Er ist ja noch jung, genau. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da vielleicht auch nochmal irgendwie was machen. Ich weiß nicht. Also ich tue mir mit dem Gedanken schwer. Es gibt ein paar coole Sachen bei Aragorn, die man vielleicht schon sagen könnte. Also ich meinte, mich zu erinnern, dass er auf jeden Fall, er hat ja im Bruchtal gelebt, und dass nachdem er erfahren hat, dass er eigentlich Aragorn ist und was so sein Erbe ist, zieht er nämlich durch Mittelerde, und du hast es mich gerade angesprochen, er kämpft ja mit König Tengel von Rohan. Da könnten schon ein paar coole Sachen sein, weil sie auf jeden Fall auch da gegen Orks kämpfen und gegen halt irgendwelche Verbündeten von Sauron. Deswegen könnte es schon ganz cool kommen. Und ich glaube, da gab es auch eine Schlacht, hatte ich mal gelesen. Es war eine Schiffsschlacht, und da greifen die, muss ich kurz überlegen, Umbar an. Mhm. Und er kämpft da wohl gegen einen von den Hauptmännern. Das könnte vielleicht so ein... So, und dadurch ist er auch bekannt geworden. Wird Umbar nicht von einem der Ringgeister regiert? Ja, das könnte sein, ja. Das ist dann wahrscheinlich einer von den Verbündeten von Sauron sozusagen. Könnte sein, aber selbst das ist doch zum Beispiel was, der Fall der Ringgeister und sowas. Das wäre doch an sich eine total geile Geschichte, wie die gefallen sind, sondern dass wir hier tatsächlich eventuell Könige haben, die nach wirklich positiven Sachen für ihr Volk streben und dann aber ja ins Dunkel fallen, so, ja, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Anakin-like. Eigentlich ein total sympathischer Charakter, der eigentlich nur das Beste will und dafür dann ein Geschenk annimmt, das er nicht annehmen hätte sollen, und dann auf die dunkle Seite fällt und zu einem Ringgeist. Und das meine ich, da gibt's so viele Sachen. Mhm. Das fände ich persönlich super interessant. Wie ja, halt Saurons Geschichte, ne? Genau, selbst Smeagol, ganz ehrlich, selbst Smeagol, die ein Stück weit eine Geschichte, wenn du ihn verfolgst, bis er dann gefallen ist. Selbst das wären noch Sachen, wo ich sagen würde, das könnte ich mir noch relativ gut vorstellen. Jetzt keine ganze Staffel oder eine ganze Serie, aber mal in ein paar Teilen, wo man das verfolgen könnte. Also da gibt es einfach so viel. Oder gehen wir mal ganz zurück. Wenn man wirklich ein Prequel macht, das tausende Jahre davor spielt, die Entstehung der Orks, die ja mehr oder weniger Elben waren, die von Sauron gequält und entstaltet wurden und dann mehr oder weniger ja zu Orks wurden. Das sind solche Sachen, das finde ich so, das sind so total spannende Geschichten, wo man sich denkt, okay, da könnte man was machen. Oder selbst für die jetzt zuhören, die beiden Spiele, Shadow of Mordor, die es gab, die basieren ja ein Stück weit auch auf Hintergrundinformationen, die es auch gibt aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Das heißt, hier mit Celebrimbor, der die Ringe geschmiedet hat für Sauron und sowas, ein elbischer Schmied, der dann aber von ihm verraten wurde und getötet wurde. Das sind so, allein nur wenn man Shadow of Mordor, die Spiele verfilmen würde, das wäre schon ein absoluter Mega-Killer. Also sowas meine ich, sowas Originelles. Es ist natürlich jetzt, sagen wir mal, ein absoluter nutzloser Rant, den ich hier mache, auf was ich keinen Einfluss habe und was definitiv auch so passieren wird. Ich finde es aber einfach total schade, weil wenn du dann sowas hörst, was für ein Budget, wie sie da rangehen, und es ist schon wirklich total schade, und mir fallen da einfach spontan so viele Sachen ein, die ich persönlich einfach ja viel interessanter finden würde als das, was wir jetzt im Endeffekt dann ein Stück weit eventuell bekommen werden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, sie machen das tatsächlich, weil sie sich natürlich nicht 100% sicher sind. Sie sagen, womit fangen wir an? Ja, natürlich mit dem, was die Fans wahrscheinlich am besten kennen. Gehen wir auf Nummer sicher und nehmen Aragorn. Weißt du, ich meine, ich glaube, so könnte ich mir vorstellen, dass die denken halt, ja, Aragorn ist mega beliebt, und wir gehen auf ganz Nummer sicher, bevor wir jetzt irgendwie mit Sauron anfangen oder Melkor, was vielleicht der normale Zuschauer gar nicht kennt.
Aber das wäre natürlich jetzt nicht nur auf die Fans setzen. Vorzustellen, ne? Also, Sauron kennt jeder, aber dann erklärst du halt, wer Melkor ist. Ich meine, ist nicht so schwer, das zu erklären, dass es eigentlich der Big Boss war, bis Sauron der Big Boss war, ne? Also. Also, ich frag mich zum Beispiel jetzt, ob sie schon so einen groben Plan haben, wenn sie jetzt sagen, wir nehmen jetzt Aragorn. Weil das ist ja eigentlich, dass sie schon sagen, wir bauen das jetzt irgendwie auf. Da hätte man vielleicht wirklich am Anfang anfangen können und sagen können, hey Leute, wir fangen mit Melkor an, erste Staffel, dann gehen wir weiter. Und wir tasten uns Stück für Stück an die Herr-der-Ringe-Zeitlinie, also an die der Filme ran. Ich weiß nicht genau, ob sie jetzt rückwärts gehen oder ob sie es ganz, ganz, ganz verquer beleuchten. Bin ich mir halt nicht sicher, ob Aragorn da der beste Move war zum Anfang. Ja, vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, es gibt auch noch so viele Gebiete direkt im während der Zeit des Ringkrieges, die gar nicht beleuchtet wurden. Also gerade im Norden, da wissen wir überhaupt nicht. Da sind Armeen aufeinander geprallt. Das hat der Film natürlich verständlicherweise gar nicht beleuchten können. Aber das sind Sachen von die Zwerge, die haben auch mitgekämpft in den Ringkriegen. Die haben auch ihre Kriege ausgefochten, genauso wie die Elben von Düsterwald und solche Geschichten. Die haben auch an Fronten gekämpft und das sind Sachen, wo ich sage, da könnten wir sogar parallel zu den Filmen noch was stricken, wo man dann sagt, okay, da endet vielleicht die erste Staffel damit, dass der Ring dann ganz einfach zerstört wurde und man macht von da aus weiter oder was weiß ich. Aber es gibt einfach so viele Gebiete, dass man da auf Aragorn geht, ist einfach total schade. Ich bin leider Gottes auch nicht mehr so drin, wie ich das mal noch vor Monaten war, als ich da so meine Phase hatte, wo ich alles verschlungen habe. Das habe ich aber so einmal im Jahr, dass ich mir alles nochmal komplett durchhämme, was Tolkien da fabriziert hat, weil ich da einfach total drauf stehe. Kann euch aber nur so viel sagen, befasst euch mal ein bisschen damit. Ist absolut mega spannend und es gibt einfach viel, viel mehr als das, was wir hier gesehen haben. Mich würde jetzt interessieren, Jonathan, wenn du die Wahl hättest, sagen wir mal, du hast das jetzt zu entscheiden, mit Peter Jackson, auch nur als Produzent und als Drehbuchautor oder komplett neu? Es geht nicht ohne. Der Mann weiß einfach zu viel. Ich glaube, er wird auf keinen Fall Regisseur sein, denke ich, aber ich glaube schon, der wird sich das nicht nehmen lassen, da irgendwie auch als Produzent mitzuwirken. Aber wenn du einmal als Regisseur oder einmal als Hauptbeteiligter sowas in Gang setzt, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass wenn es seine eigene Leidenschaft ist, dass so ein Mann das wieder loslässt. Weil du hast dann die einzigartige Möglichkeit, derjenige zu sein, wo alle noch in 50 Jahren sagen, wenn er schon tot ist, Peter Jackson, das war doch der Herr der Ringe, alles mit Herr der Ringe gemacht hat. Ja, genau der. Also ich glaube, sowas lässt man sich halt auch nicht nehmen. Und ich glaube, Amazon hat auch keine Wahl, als auf seine Expertise zurückzugreifen. Also selbst wenn sie nur als Berater dazu holen, sie wären halt dumm, wenn sie es nicht machen, weil er einfach die Erfahrung mit diesem ganzen Universum hat. Ich meine, er hat immerhin 6 durchaus extrem erfolgreiche Filme in dem Bereich gemacht und Amazon setzt damit ja schon viel auf eine Karte. Ich meine, Amazon, $1 Milliarde zahlst du nicht einfach mal eben so aus der Portokasse. Ja. Das ist schon ein Risiko, was die jetzt eingehen, um sich in einen neuen Bereich vorzuwagen. Und wenn die erste Serie floppt, und sie wollen ja 5 Staffeln drehen und die erste Staffel floppt. Wir wissen, wie die Leute sind, ne? Da wirst du wenige finden, die sich ja noch die zweite oder geschweige denn die dritte angucken. Ja. Es ist dann richtig schwierig. Ja, ich sag mal, du hast eventuell bei solchen Sachen wie Star Wars oder Herr der Ringe immer noch den Vorteil, dass der Name so viel Strahlkraft hat, dass viele Leute zurückkommen, selbst wenn es mal qualitativ vielleicht ein bisschen eine Talfahrt gibt. Aber so, wenn sie sie wirklich komplett verkacken, dann wird es natürlich extrem schwer. Ich denke, es geht auch ohne. Ich würde mir aber wünschen, dass es mit ist. Ich würde mir wünschen, dass er das Drehbuch schreibt, und zwar zu sämtlichen Staffeln, und dass er als Produzent mit am Set und mit dabei ist und dass er eventuell den Pilot zumindest als Regisseur begleitet. Das würde ich mir definitiv wünschen. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern könnte, dann
denke ich aber auch, dass sie das machen werden, wenn sie es wirklich natürlich in dem, ich benutze jetzt mal das Wort Cinematic Universe von Herr der Ringe lassen wollen, dass sie natürlich auch alles, was an Musikuntermalung jetzt mehr oder weniger besteht, dann da auch mit reinpacken. Also ich möchte definitiv so diese Hobbit-Themes und Mordor-Themes und sowas, die hätte ich persönlich schon gerne auch in dieser Serie mit drin. Und ich denke, sie werden das auch machen. Ich denke auch, was wir hier als Vorteil haben, zum Beispiel auch jetzt wie Hobbingen und sowas, die Sets, die gibt's ja noch. Also die stehen ja noch, das sind ja Touristenattraktionen. Also das sind ja durchaus Sachen, wo man auch noch ein Stück weit zurückgreifen kann. Ja, also es wird eine spannende Geschichte und ich habe eigentlich auch echt Bock auf eine Herr-der-Ringe-Serie. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, seitdem ich das erste Mal gelesen habe mit Aragorn, weil ich das absolut die falsche Wahl finde. Einfach nur, weil mir Hollywood momentan einfach zu sicher geht bei allem. Also das ist wirklich, es wird kein Risiko mehr eingegangen, es wird nicht versucht, neue Wege zu gehen, sei es Star Wars, sei es andere Marken, auch Marvel, das ist alles so, ja, sie sind alle tot, sie kommen sowieso alle wieder, der muss eine Rolle 800 Mal spielen, Terminator geht nicht ohne Arnold Schwarzenegger, selbst wenn er 80 Jahre alt ist. Ach, Mann, einfach mal von ein paar Sachen lösen, ist jetzt ein kurzer Querverweis, aber als Beispiel dazu, ich habe gerade vorgestern ein Bild gesehen von Arnis Körperdouble, auf den sie seinen jüngeren CGI-Head pflanzen wollen in dem Film. Warum? Warum? Macht doch einfach einen neuen Terminator, wo Arnie nicht mit dabei ist. Das sind alles so Sachen, man hat bei den letzten Terminator-Filmen gesehen, dass Arnold Schwarzenegger nicht mehr dieser Kassenmagnet ist, warum die Leute reingehen. Also macht lieber einen Film, der anständig ist. Und das gilt auch für diese Herr-der-Ringe-Serie. Ist sicherlich so, dass Aragorn ein Name ist, wo alle ich würde jetzt mal sagen, ist schwer bei so einem Ensemble wie bei dem Herr-der-Ringe-Cast. Aber ein Stück weit war für mich Aragorn mit Frodo der Hauptcharakter dieser Trilogie. Und ist natürlich klar, dass der ein Stück weit Strahlkraft hat. Aber es gibt so viele Geschichten, warum erzählt man denn zum Beispiel nicht die Geschichte von seiner Mutter und seinem Vater bis zu dem Punkt, wo er versteckt wird im Bruchtal? Das wäre zum Beispiel auch spannend. Das wäre cool. Das wäre was, was mich interessieren würde. Warum musste sie ihn denn überhaupt da verstecken? Natürlich gibt es da Sachen, wo man nachlesen kann, wo das grob beschrieben wird. Aber das nochmal zu sehen, was dann auch wirklich in die Teile reinspielt direkt, das wäre tatsächlich was, wo ich sagen würde, da hätte ich schon meinen Spaß dran und das wäre schon ganz cool. Jonathan, du bist ein riesengroßer Game of Thrones Fan und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wenn du bewerten würdest, was lore-technisch für dich eine Stufe höher ist, wäre das Game of Thrones oder Herr der Ringe, beziehungsweise das Herr der Ringe-Universum? Boah, okay. Ich denke, bei dem Großteil, also Herr der, also schwierig zu sagen. Herr der Ringe ist so dieses bei den älteren Leuten so auch noch ganz tief verwurzelt, die mit Game of Thrones vielleicht nicht so viel anfangen. Ich würde sagen, Game of Thrones hatte popkulturell schon den größeren Impact als Herr der Ringe. Einfach weil es dann letzten Endes irgendwann jeder geguckt hat. Also du kamst nicht, ganz wenige Leute. Ja, pass auf, also ich sag jetzt da in der modernen Popkultur, die jetzt gerade aktuell läuft, wenn ich irgendwo hingehe, und das war so die letzten 5 Jahre so, die 2-3 Leute, die in meinem Umfeld Game of Thrones nicht geguckt hatten, haben das inzwischen nachgeholt, weil jeder, wirklich auch jeder drüber geredet hat. Aber ich würde sagen, Herr der Ringe kennen mehr Leute, definitiv, wenn man es jetzt mal international sieht. Meistverkaufte Buch aller Zeiten. Ja. Das kommt schon mal dahin. Jeder kann was, glaube ich, mit Frodo anfangen, wenn er ihn sieht. Oder hat Herr der Ringe schon mal irgendwie irgendwo gehört. Da ist Game of Thrones schon noch unbekannter. Aber ich würde sagen, bei den jüngeren Leuten ist Game of Thrones bekannter als bei dem älteren Publikum. Da ist eher Herr der Ringe bekannter. Einfach auch, wann es halt gespielt hat. Und von deiner Bewertung her, was ist für dich das bessere oder bessere Universum? Ich weiß, es ist gemein, aber... Nee, das ist gar nicht so gemein. Ich bin gar nicht so ein Fan von, nennt man das High Fantasy, ne? Wenn es richtige Fantasy... Herr der Ringe ist ja schon so High Fantasy-mäßig, dass du wirklich da viel auch mit Zauberei hast und Elfen und Elben und
magischen Wesen und so. Da bin ich gar nicht so ein Fan von. Ich habe mir immer, deswegen habe ich zum Beispiel selber auch mal angefangen, einen Fantasy-Roman zu schreiben, weil ich Herr der Ringe wollte, nur mehr an unsere Realität gebunden. Und deswegen ist für mich Game of Thrones schon ein Stück weit interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Wirklich. Aber Herr der Ringe ist natürlich, hat einfach einen eigenen Platz im Herzen. Klar. Also für mich ist, ich vergleiche das mal mit einer Diskussion, die im Internet war, von wegen Thanos ist auf einer Stufe mit Darth Vader. Für mich genau dasselbe hier mit Game of Thrones, mit Herr der Ringe. Game of Thrones mag die letzten Jahre in aller Munde sein. Herr der Ringe ist die letzten zig Jahre niemals weg gewesen. Selbst vor den Filmen, meistverkaufste Buch aller Zeiten, Tabletop-Spiele und alles. Das ist ein popkultureller Gigant. Sag mal, wenn Game of Thrones beweist, nachdem die Serie fertig ist, dieses Niveau zu halten, diese Präsenz zu halten, dann können wir darüber reden. Vorher ist das für mich nicht mal eine Diskussion wert. Einfach nur aufgrund dessen, für das, was Tolkien hinterlassen hat. Der Mann hat eine verdammte verkackte Sprache und wahrscheinlich nicht nur eine für dieses Universum erfunden. Das sind alles so, das ist dieses Universum, was der Mann sich ausgedacht hat, das ist so irre, das ist so Wahnsinn. Ich vergleiche das tatsächlich, obwohl da vielleicht einige böse drüber sein mögen, gerne mit George Lucas. Das ist so ein unfassbares Genie auf seine Art und Weise, sich Sachen auszudenken, die so unfassbar gut und fantastisch sind, die dich dein ganzes Leben lang begleiten. Und so ist es bei Herr der Ringe. Also, ja, ich liebe beide Universen, muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir das bei Game of Thrones zumindestens, ich habe die Bücher nicht gelesen von Game of Thrones, das ist definitiv ein Nachteil. Ich habe sie gelesen, ja. Ja, ich kann nur das bewerten, was ich jetzt hier gesehen habe, dass mir das ein Stück weit vielleicht im Gegensatz, im Kontrast zu dem, was du gesagt hast, zu nah dran ist an der wirklichen Realität des Mittelalters, wo ich dann doch schon gerne ein paar Schauplätze gesehen hätte, die ein Stückchen fantastischer sind. Und wenn man, und ich habe mich durchaus aber auch mit dem Lore von Game of Thrones befasst, dann aber auch wirklich mal 1000 Jahre zurückgeht, da gab es dann doch schon auch Länder und Sachen, die dann doch schon, sagen wir mal, mehr in die Richtung der Herr der Ringe Sachen geht, natürlich nicht mit Orks und Elfen und sowas, aber durchaus auch andere Völker. Es gibt durchaus auch Parallelen mit den Dunedain, die mehr oder weniger fast ausgerottet wurden und also nach Mittelerde gekommen sind, wo es das Volk eigentlich so nicht mehr gibt, wie jetzt mit den, wie heißt das Volk von Daenerys? Auf jeden Fall, die in dem Buch hier ihre lila Augen haben. Ich komme jetzt auch nicht drauf, ja. Da bin ich zu wenig drin. Gleich. Auf jeden Fall sind diese Völker in der Erzählung und was dem passiert sind, nah aneinander. Nicht komplett deckungsgleich, aber das sind so Parallelen, wo man durchaus sagen muss, okay, gibt es doch schon Sachen, die mich da auch interessieren würden. Ich glaube, dass eventuell, ohne die Bücher gelesen zu haben, das auch ein Stück weit daran liegt, dass die ersten Staffeln realistischer waren, weil da auch das Budget noch nicht so da war, wie es dann eventuell jetzt der Fall ist. Weil ansonsten hätten wir da sicherlich auch noch ein bisschen mehr gesehen, wie das, was man jetzt in den letzten 2 Staffeln gesehen hat, was ja durchaus schon viele fantastische Aspekte hatte. Also, ist eigentlich gemein. Du kannst eigentlich nichts gegeneinander aufrechnen. Das eine, was schon einfach zig Jahre überall besteht und 3 Filme, die Filmgeschichte geschrieben haben, ganz einfach gegen was aufrechnen, was in den letzten Jahren sagen wir mal, TV-Erfolg hat. Also ist schwierig, auch wenn der TV-Erfolg natürlich bahnbrechend ist und sensationell. Aber da ist für mich vielleicht Herr der Ringe noch ein Stückchen weiter vorne. Ja. Ich glaube, ich war übrigens Valyria. Okay. Kommt aus Valyria. Und ich glaube, man kann es nicht direkt vergleichen, aber ich würde sagen, Herr der Ringe hält sich auf jeden Fall schon seit Jahrzehnten, aber ich würde sagen, es hat nicht so diesen Impact, den Game of Thrones hatte.
Also Herr der Ringe ist einfach so ein Dauerbrenner, der die ganze Zeit da ist, der sich kontinuierlich steigert und aufgebaut hat. Aber Game of Thrones ist an einem gewissen Zeitpunkt, an einem Punkt, wie gab es wirklich mehrere heftige Eruptionen oder Impacts, die, sage ich mal, nicht nur die Filmlandschaft, sondern einfach die Popkultur beeinflusst haben. Und ähnlich ist es auch zum Beispiel bei Harry Potter. Also wie kann man jetzt so von dem Erfolg der Bücher jetzt Harry Potter und Herr der Ringe nicht vergleichen. Aber Harry Potter zum Beispiel hat einen Einfluss auf Millionen von Kindern. Wirklich Abermillionen von Kindern weltweit. Weiß nicht, wie weit Herr der Ringe von Harry Potter entfernt ist von den Verkaufszahlen. Aber ich glaube, Herr der Ringe ist ja mehr verkauft als die Bibel, ne? Ja. Ja, aber es ist wirklich schwer zu vergleichen. Es ist wirklich schwer zu vergleichen, ja. Weil zum Beispiel Star Wars hat auf die Popkultur auch einen größeren Einfluss gehabt als Herr der Ringe. Ne, was die Herr der Ringe spielt, ich glaube, man kann das vielleicht fair vergleichen. Vielleicht sind das wirklich unterschiedliche Ebenen, auf denen sich das Ganze bewegt, die sich gar nicht berühren. Weißt du, wie ich das meine? Also ich glaube, dass du musst popkulturell ein Stückchen breit gefächerter auch vielleicht ein Stück weit bewerten. Denn wenn ich den Impact auf die Popkultur bewerte, dann bewerte ich, wie sieht's denn aus mit Toys? Wie sieht's aus mit Videospielen? Wie sieht's aus mit Merchandise? Okay. Also das spielt ja alles in die Popkultur mit rein. Da ist natürlich Star Wars eine andere Ebene, das wissen wir. Aber auch Herr der Ringe. Also nach wie vor ist es ja, du brauchst in jeden Elbenwald, heißt es Elbenwald? Nee, wie heißt denn das Geschäft? Das ist Elbenwald heißt doch, Elbenwald. Oder? Ich meine, da sagt der Name natürlich schon, aber du kriegst ja nach wie vor überall auf den ganzen Conventions, nach wie vor verkleiden sich die Leute als Arwen und Legolas und als Ringgeister und das ist popkulturell nie weg. Und dann ist es jetzt so, nehmen wir zum Beispiel wieder Videospiele. Selbst da kommen jetzt momentan wieder neue Videospiele. Jetzt kommt da auch wieder eine neue Serie. Also ich würde sagen, da ist auch Game of Thrones noch nicht so weit, weil Game of Thrones ist im Fernsehen präsent, Merchandise ist okay, wird auch ordentlich praktiziert, Videospiele nicht so, was da unterwegs ist, und das meine ich so, dieses Gesamtpaket, was ein Stück weit dazugehört, und ich bin ja gerade, was Star Wars angeht, da eigentlich überall unterwegs, dass du guckst, da gibt's hier Lego-Sets, da gibt's das, da finde ich, da ist Game of Thrones noch ein ganz schönes Stückchen weit weg, weil selbst da gab es zu Herr der Ringe Lego Herr der Ringe Spiele und was weiß ich, also dieses Herr der Ringe Ding, das war auch schon Mammut, sagen wir mal, die Jahre, wo die Filme im Kino waren und noch ein paar Jahre danach, war das schon heftig, und ich glaube, man kann das da mit Game of Thrones noch nicht so, ja, finde ich, noch nicht so verwechseln, vergleichen, einfach nur aufgrund dessen, ja, dass es mir einfach zu kurz da ist, um sowas zu bewerten. Mhm. Auch ein Test. Weil die Bücher schon extrem lange existieren, aber die waren nie so erfolgreich wie Herr der Ringe. Ja, ja, Beispiel, ganz einfacher Test für so Popkultur-Dinge, weil wir ja auch darüber gesprochen hatten. Geh mal zu 10 fremden Leuten in der Stadt auf der Straße und frag, wer Thanos ist, und dann frag, wer Darth Vader ist. Wen kennen sie wohl mehr? Geh mal zu 10 Leuten auf die Straße und frag, wer Frodo ist oder wer Tyrion ist. Also da bin ich mir ganz sicher, da gewinnt da auch definitiv noch Frodo. Oder auch frag, wer Aragorn ist oder so. Also wirklich von diesen Hauptfiguren jemand. Das ist dann wirklich das, wo du merkst, okay, wie verwurzelt sind da eigentlich, sind diese Marken in der Popkultur. Und ich glaube, da ist Game of Thrones ein Phänomen, weil sich sowas aufzubauen wie Game of Thrones in den letzten Jahren ist natürlich, ist irre. Das kann man eigentlich gar nicht bewerten. Das ist Wahnsinn. Aber das direkt mit einem Franchise zu vergleichen, das so Mammutcharakter hatte wie Herr der Ringe, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich würde da auch keinen ab- oder aufwerten. Ich finde, das ist beides grandios. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, wie du gerade eben schon gesagt hast, Herr der Ringe und die ganzen Geschichte in dem Tolkien-Universum, die waren schon legendär, bevor die auf der Line waren. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der ist bei Game of Thrones nicht so. Die wurden legendär, nachdem sie über die Matscheiben der Fernseher geflimmert sind. Da ist auch schon ein kleiner Unterschied, dass du, ich meine, zu dem Zeitpunkt, als Herr der Ringe angekündigt wurde mit Peter Jackson, galt das als unverfilmbar.
Das galt als absolut nicht machbar, das zu verfilmen, weil das so tiefgründig und so viele Verzweigungen und was weiß ich hatte. Er hat es dann ja, wie wir gesehen haben, doch geschafft. Aber das ist sowas, das besteht schon so lange. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob bei Game of Thrones das auch noch so sein wird. Also wir, wenn jetzt die letzte Staffel zu Ende ist, ob das Prequel den Hype und alles weiterhin so generieren kann, wie es da ist, warten wir mal ab. Es gab da schon ganz andere Marken. Ich nenne mal Walking Dead und sowas, die von absoluten ultrakranken Zahlen absolut bergab gefallen sind, nachdem sich das alles ein Stück weit so lang in die Länge gezogen hat. Was jetzt bei Game of Thrones nicht der Fall ist, weil es ein Ende gibt. Also es gibt da ein Endgame. Also von daher, das finde ich persönlich auch immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool für Serien, wenn sie wirklich ein Ende im Kopf haben und das auch durchziehen und hier dann hoffentlich auch machen. Also ja, ist ein gemeines Ding, darüber zu quatschen, wie, was, wo, aber ist trotzdem interessant, ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich wahrscheinlich auch, klar, man kann vieles an Zahlen messen, aber für den Einzelnen kann es manchmal auch subjektiv gefühlt sein. Es kann für mich sogar so wirken, dass Herr der Ringe gar nicht so groß ist, weil ich die Bücher vorher überhaupt gar nicht kannte, ne? Dass man das einfach nicht ausblenden kann manchmal. Aber wenn man sich auch die Making-ofs so anguckt von Herr der Ringe, jeder, der da gefragt, also fast jeder sagt, mein Papa hat mir das Buch mit 15 gegeben. Ich hatte 3-6 Monate zum Lesen und habe es aber in 2 Monaten gelesen. Und jeder hatte dieses Buch schon gelesen. Das kann halt einfach auch mit sowas zusammenhängen, dass es für einen selber gar nicht so krass vorkommt. Zum Beispiel für mich, deswegen Harry Potter, so als ich jung war in der Zeit, fing gerade Harry Potter an. Und da hatte ich das gleiche Erlebnis wie halt manche wahrscheinlich mit der Herr der Ringe, ne? Dass man das weggesuchtet hat, sobald ein neues kam, schon vorbestellt, die Nachtlieferung gehabt hat, nachts angefangen hat zu lesen, bis man der Erste in der Klasse ist, der sagen kann, ich habe angefangen. Ich habe gerade eben mal geschaut, ob man da ein bisschen was findet. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier so stimmt. Also, beziehungsweise Herr der Ringe scheint sich 150 Millionen Mal verkauft zu haben. Mhm. Wow. Absolut irre. Also das kommerziell erfolgreichste Buch, absolut krank. Und ich meine, wenn man sieht, dass das alles ja schon teilweise fast 80 Jahre, das ist ja irre, das ist ja Wahnsinn. Also wie du gesagt hast, da wird drüber gesprochen, dass die Väter und so das teilweise schon dann ihren Kindern und so vorgelesen haben oder mit ihnen zusammen und der Hobbit und hier. Muss sagen, es war für mich nicht so präsent, auch mit den Büchern vorher. Meine große Schwester ist eine absolute Leseratte und hatte das aber damals schon immer gelesen und ist heute noch ein Riesenfan von allen möglichen Fantasy-Romanen. Und daher hatte ich schon so zumindest ein bisschen Insight in das Ganze, aber das ist natürlich ein Phänomen, das ist ja krank. Aber zum Vergleich mal, Harry Potter und der Stein der Weisen hat sich 107 Millionen Mal verkauft. Ja, das ist schon krass. Aha. Schätzt. Ja, das ist. Und danach fällt es halt extrem ab, dann sind es noch so, pegelt sich bei 60 Millionen ein bei den anderen Büchern, aber trotzdem. Ja, ist. Ist trotzdem. Aber es ist die Frage, wie viel Herr der Ringe jetzt gemessen wurde. Das musst du mir jetzt im Detail gucken. Weil es gibt ja immer wieder Neuauflagen, die dann trotzdem gekauft werden. Und wenn das Buch, ich weiß nicht, wie lange sie da jetzt gezählt haben. Also manchmal ist es ja auch in 3 Bücher aufgeteilt worden. Ja, also Stand jetzt ist, dass Herr der Ringe 2013 150 Millionen hatte. Das ist jetzt das. Also nochmal zur Korrektur, ich habe vorhin gesagt, mehr als die Bibel natürlich nicht. Nee. Die Bibel wurde 2-3 Milliarden Mal verkauft. Kommerziell, das kommerziell erfolgreichste Buch, glaube ich, war das, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Gucken, oder? Ist das so? Scheint so zu sein. Schon also, Platz 1. Ja, genau. Ja. Ich glaube, chinesisches Wörterbuch hat sich 500 Millionen Mal verkauft. Aber wenn wir jetzt mal, habe ich auch gerade gelesen, aber ich glaube, wenn wir einfach mal von narrativen Geschichten ausgehen, so. Ja. Romanen. Ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Und wie du schon gesagt hast, dann kommen Neuauflagen und ich weiß gar nicht, ob du das so hundertprozentig messen kannst, was da im Endeffekt dann wirklich alles verkauft wurde. Ist halt über die Jahre hinweg ist schon Wahnsinn, dass sowas so ein Phänomen wurde. Und um die Brücke zurück auf die
Serie zu schlagen. Nach wie vor habe ich trotzdem Bock drauf, obwohl es da Sachen gibt, wo ich sagen muss, habe ich schon Bauchschmerzen, wenn ich drüber nachdenke, aber ich bin so ein riesen Herr-der-Ringe-Fan. Ich wünsche mir einfach das Beste und hoffe auch auf das Beste, und wenn dann das Schlimmste eintritt, dann habe ich halt Pech gehabt, aber trotz alledem bin ich noch guten Mutes, dass das doch eventuell was werden könnte. Na gut, dann würde ich sagen, dann sind wir soweit auch durch. War mal interessant, auch mal über was anderes zu quatschen als Star Wars. Obwohl ihr gemerkt habt, so an Charakternamen und sowas sind mir doch schon etliche entfallen, da ich mich mit dem Thema Herr der Ringe leider Gottes nicht mehr so beschäftigt habe, wie ich das eigentlich früher mal getan habe oder wie eigentlich auch mein Interesse daran ist. Nur wenn man sich lang damit nicht befasst, dann verschwimmt alles so ein bisschen. Mich würde aber auch total interessieren, hat es euch gefallen, auch mal über Herr der Ringe zu quatschen und sowas? Habt ihr da mehr Bock drauf, dass sowas mal öfters kommt? Dann machen wir das eventuell auch gerne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und dann bitte auch, wie ist denn eure Meinung zu der Serie? Habt ihr da Bock drauf? Was sagt ihr dazu? Aragorn als Hauptdarsteller der Serie, cool oder nicht so cool? Ja, schreibt das einfach mal drunter. Dann würde ich sagen, Jonathan, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit heute für den Herr der Ringe Podcast. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und würde sagen, zu allen anderen, wir hören uns dann bei dem nächsten Podcast oder bei der nächsten Review. Bis dann, Peace.